Oh, ich kann nicht! Wo soll ich denn sitzen? Ja, da musst du deine Beine reinstecken. Was? Was ist denn das? So, wollen wir hier sitzen? Oh, das ist voll bequem. Deine Füße berühren mich. Oh, ich kann nicht woanders hin. Kannst du mal den Leuten zeigen, wie wir hier sitzen? Wo ist denn die Kamera? Wir haben unsere Beine in einem Regal. Aber das ist nicht so bequem. So bleibe ich, das ist gut. Sieht alles normal aus, oder? Das fühlt sich nicht normal an. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch und es ist endlich wieder ein BFF-Battle. Woo. Wir sind in einer neuen Location, in unserer neuen BFF-Battle-Location. Ich habe noch mein Handy umgehängt, ich mache das mal runter. Vicky hat ihr Handy schon wieder bereit, damit sie irgendwelche Vorlagen raussuchen kann zum Abgucken, wie immer. Ich nehme einfach die Vorlage. Leute, ups. Wir haben uns heute hier feierlich versammelt, um Fensterfarben zu malen. Window Color Kids. In der BFF-Battle-Variante. Für die Leute, die unsere BFF-Battles noch nicht kennen. Habt ihr bisher unter einem Stein gelebt? Bei unseren BFF-Battles seid ihr nämlich am allerwichtigsten, denn ihr dürft entscheiden, wer es besser gemacht hat. Schaut das Video also unbedingt bis zum Ende an und schreibt dann einen Kommentar, ob Hashtag Team Victoria es besser gemacht hat. Oder ihr schaut es nicht bis zum Ende und schreibt gleich Hashtag Team Sarina. Das zählt nicht. Sicher nicht. Das sind unsere Farben. Die hier hat Vicky und das sind meine. Hä, sind das nicht die gleichen? Ich weiß nur, dass ich pink habe und du nicht. Hä, klar nicht pink. Ist das nicht pink? Du bist rot und orange. Cool. Was? Du dürfen eine Vorlage verwenden? Wer hat das gesagt? Die war da dabei. Hey, ich hab ein Pferd. Und eine Rakete. Und eine Prinzessin. Und ich habe 1 Million Lamas. Hiermit füge ich eine Regel hinzu. Bitte. Wir dürfen 4 einander aussuchen, was der andere zeichnet. Weil du jetzt hier gesehen hast, dass ich so ein hässliches Haustier habe? Ich möchte, dass du... Von meiner darfst du was aussuchen. Nö. Ich gebe dir hiermit die Rakete. Die Sojasauce, die du seit Tagen suchst. Ich hab gewusst, dass ich eine besitze. Was macht die hier? Ich wusste ganz genau, dass ich salzreduzierte Sojasauce gekauft habe, weil so viel Salz ist ja nicht gesund, deswegen salzreduziert ist sicher besser. Ich wusste, dass ich sie besitze. Ich hätte fast eine neue gekauft. Das hier ist nämlich die ehemalige Impro-Küche. Willst du wissen, was da noch drin ist? Da ist noch mehr. Semmelbrösel? Sehr gut zu wissen. Keine Ahnung, was das ist. Noch mehr Semmelbrösel? Sehr gut. Kartoffelstärke, Kokosöl. Das ist ja wie eine Wundertüte. Bio-Sesam. Ich bin begeistert. Boah, schon langsam bekommen meine Beine mehr Platz. Noch mehr Semmelbrösel. Ich paniere gerne Zeug. Kakao. Komm, war's das jetzt dann? Ich würde gerne malen. Das sind meine Beine. Das war's. Das ist ja alles voller Sesam. Zurück zu deiner Regel. Ich weiß nicht, warum ich zustimme, aber ich stimme zu, dann ist es ein bisschen spannender. Du hast gesagt, ich muss die Rakete malen. Ich sage, du musst... Ich finde die Rakete ja gar nicht so schlecht, deswegen kann ich jetzt nichts ganz Gemeines sagen. Du kannst mir auch hiervon was geben. Den Kaktus. Das ist ja babyleicht. Ja, auch alles leicht. Man muss ja dann was Cooles draus machen. Okay, das sind die Farben und das müsste eigentlich die Konturfarbe sein, oder? Steht das irgendwie? Liege ich damit richtig? Müssen wir jetzt Farben tauschen? Jeder darf einfach jede Farbe nehmen, okay? Wir haben übrigens so eine Folie, auf der wir malen, weil wenn wir das später aufs Fenster kleben und es geht nie wieder runter und es sieht hässlich aus, weiß ich nicht, ob ich damit leben kann oder ob ich dann umziehen muss. Wisst ihr, was Vicky ist? Ein Erbsenzähler. Ich mag Erbsen. Wie soll man denn da malen? Ja, das ist ja weiß. Schiebt jetzt hier einfach so die Vorlage drunter? Sieht doch gut aus. Okay. Und du musst richtig sparsam sein mit der Folie, okay? Weil du ja bestimmt noch 1 Million Bilder malen wirst. Ja. Dann musst du mit der Farbe auch sparsam sein, weil da ist nicht so viel drin. Oh, habt ihr schon einen Daumen nach oben da gelassen? Wenn nicht, dann ist jetzt an der Zeit. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich glaube, ich kann einfach loslegen. Hey, Vicky, kannst du mal filmen, wie ich meinen ersten Strich mache? Ich komme mir nicht zurecht hier. Action. Nicht zittern. Hey. Da kommt ja gar nichts. Ich musste früher immer mit einer Nadel reinstechen. Ich muss mir das aufschneiden oder schütteln. Hab ich schon. Das ist vertrocknet? Das ist doch eigentlich neu. Oh Mann, was für ein Fehlstart. Kommt ja auch nichts raus. Was ist denn das hier? Mann. Bei meiner steht Kids drauf und bei dir steht Fun and Fancy. Ich bin ja auch Funny and Fancy. Ich habe mein super großes ausgestattetes Nähkit geholt. Und da drin sind 3 ganze Stecknadeln enthalten. Oh, mit Perle hinten dran. Oh, das sieht gut aus. Ja, so läuft das mit Window Color. Ich bin Profi. Oh, 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 oh. Na, viel Glück dir. Hä, ich dachte, das ist leichter. Ah! Was denn?
Ein Riesenklecks ist da rausgekommen. Hä, das ist doch nichts für Kinder, das ist voll schwer. Was ist das? Das ist einfach so plopp und einfach mal einmal alles rausgekommen. Help. Hier ist eine Anleitung. Vorgebraucht kräftig schütteln. Oh, das habe ich vergessen. Hä, das ist hässlicher als die Mona Lisa. Kannst du nicht öffentlich im Internet über die Mona Lisa lästern? Ich habe ja gesagt, Mona Lisa ist hübsch dagegen. Das ist ein Kompliment. Hübsch dagegen. Dann probiere ich jetzt einen neuen Versuch. Wow, das ist echt hässlich. Guckt mal. Also, wir wissen jetzt schon, bitte bei eurer Bewertung das Motiv einfach völlig ignorieren. Ihr müsst auf die Künste achten. Ich hab's ruiniert. Macht schon irgendwie Spaß. Nö. Ah, kann ich neu anfangen? Sicher nicht. Das ist schwer. Oh, ich hab's ruiniert. Ich kann damit nicht leben. Kann man denn so viel jammern in einer Sekunde? Ein Freestyle. Wir müssen eine Vorlage und ein Freestyle machen. Ich kann nicht reden. Weil wir haben ja unterschiedliche Farben. Du hast Kids. Vielleicht ist Kids sogar leichter. Fun and Fancy ist sehr flüssig. Ah, Chipenia. Ah, das ist so richtig spannend. Oh, voll verwackelt. Hä, dein ist ja eh voll gut. Hä, voll gut? Du machst so voll so geschwungene Linien. Ich mach so, meins sieht ein bisschen aus wie Hä, das kommt voll ungleichmäßig raus. Da kann ich aber nichts dafür. Sag mal, hört deins auf Sprachsteuerung? Ja, schön wär's. Hallo, Rakete. Einmal gleichmäßiger, bitte. Früher habe ich das stundenlang gemacht und ich habe es einfach irgendwie verlernt. Die Spitze sollte ein bisschen feiner sein. If you feel the things I do. Ich habe eine Erinnerung auf mein Handy bekommen. Was denn? Ich gucke lieber gar nicht wofür, sonst muss ich es ja machen. Wie soll ich denn so ein Fenster machen, wenn es einfach ganz schwarz wird? Das ist alles viel zu klein hier. Ich mache so ein Fenster und es ist gleich von selbst schwarz ausgefüllt. Ich bin schon fertig mit meinem Umrandung. Oh, ich hab die Augen vergessen. Und die Nase, du Schlaumeier. Ja, meins ist aber auch aufwendiger. Ich bin voll zittrig. Wir kriegen ganz oft Kommentare, wie lange ihr schon unsere Videos guckt. Und manche schreiben so seit 4 Jahren oder so. Und deshalb dachte ich mir jetzt, nicht, dass da ein paar Schwindler dabei sind, habe ich einen Test für euch. Dein Ernst? Wer kennt den Nudelsalat-Song? Das ist krass. An die Schwindler unter euch, ihr könnt einfach weiter schwindeln und unsere alten Videos anklicken. Los geht's. Nudelsalat, 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 Nudelsalat. Hey, das ist doch schon angefangen. Hä? Bei 3. 1, 2, 3. Nudelsalat, 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 Nudelsalat. Fällt dir das ein, weil wir heute wirklich Nudelsalat essen? Wir essen heute wirklich Nudelsalat. Jeder, der das wirklich von früher kennt und nicht schwindelt, darf jetzt einen Spaghetti-Teller-Emoji in die Kommentare machen. Und die Leute, die geschwindelt haben und jetzt alte Videos geguckt haben und es dadurch entdeckt haben, dürfen 2 Spaghetti-Teller-Emojis machen. Sag jetzt nicht, es ist etwas passiert. Meine Vorlage ist verrutscht. Man kann auch übertreiben. Bist du sogar schon fertig? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es jetzt ruiniere. Nein. Ach so, stopp mal. Ist mir egal. Man muss doch trocknen lassen, die Konturen. Was passiert denn sonst? Na, das ist eine Regel bei Window Color, das weiß doch jeder. Das trocknet sowieso 20 Millionen Jahre nicht so dick, wie du das machst. Soll ich einen Föhn holen? Wir können ja dabei unser Freestyle beginnen. Sonst wirst du verlieren. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Pancake Art. Das ist das Gleiche, nur dass man es nicht essen kann. Pancake Art macht mehr Spaß. Weißt du schon, was du in Freestyle zeichnest? Deine Mutter. Das bekommst du nie hin. Idee. Komplett ohne Vorlage, nur damit ihr es wisst. Es ist einfach rausgespritzt. Du hast deine Farben einfach nicht unter Kontrolle, das gehört aber dazu. Tja, ihr wisst genau, was passiert, wenn man sich nicht an die Anleitung hält. Wie schön ist das denn? Ja, ist voll hässlich geworden. Voll gut. Freestyle, hallo? Nur etwas asymmetrisch. Was soll ich denn jetzt Freestyle machen? Ein Einhorn? Nein. Ein Topf voll Gold, der passt zu meinem Regenbogen. Pogen. Oh nein, meine Haare. Ah! Meine Haare hängen in die Farbe. Tut mir echt leid, ne? Aber das ist schon eins unserer blöderen BFF-Battles. Hallo, wieso lässtest du denn während eines BFF-Battles über unser BFF-Battle ab? Die Farbe ist voll klumpig. Du musst schütteln. Habe ich doch. Da kommen so Klumpen raus. Ja, richtig eklig. Hilfe, mein Fuß schläft ein. Ach. Wer kennt, dass der Fuß so sehr einschläft, dass man gar nicht mehr laufen kann? Leute, ich bin fertig. Und es ist einfach mal das Hässlichste, was ich jemals gemacht habe.
Wie sieht's bei dir aus? Eigentlich gut. Wir können einfach einen Teil 2 machen und bis dahin üben wir ein bisschen. Es ist jetzt nicht so hässlich wie deins, ja. Stimmt schon. Hey! Auch fertig! Ich bin endlich auch fertig. Das ist meine Rakete. Sie heißt Idefix. Und das ist mein Regenbogen. Der ist ein bisschen asymmetrisch. Aber hey, das ist die Natur. Wir lassen gerade die Motive trocknen. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass ich ja mein komplettes Oberteil eingesaut habe. Und irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass das nicht mehr rausgeht. Habt ihr einen Tipp für mich? Die Farbe ist jetzt komplett getrocknet und ich schneide die einfach mal aus. Wie grausam sieht das denn aus? Leute, so sah das vorher nicht aus. Das Grün sieht ja aus wie schwarz. Du solltest dein eigenes Ding nicht schlecht reden, sonst verlierst du das BFF-Battle direkt. Aber ich bin sehr schockiert von dieser Hässlichkeit. Meins ist wunderschön geworden. Vicky steht hinter einer Glasscheibe. Seid ihr bereit? Der Raketenstart beginnt in 3, 2, 1. Und dann habe ich noch einen Regenbogen. Die Vicky, die Vicky. Ein bisschen traurig. Das ist verkehrt, das kann niemand lesen. Das steht am Kopf, Sarina. Ich habe verloren. Hallo, du kannst dein BFF-Battle nicht schlecht machen. Wenn ihr für den Kaktus und das Love seid, schreibt Hashtag Team Sarina. Und wenn ihr meins schöner findet, was tatsächlich ein bisschen schöner ist, schreibt Team Vicky. Und jetzt haben wir noch eine ganze Scheibe voll, die wir bemalen können. Los geht's.